Herzlich willkommen zu Let's Play Hitman 2, liebe Freunde. Das war der Hammer. Was war denn bitte hier in der letzten Episode los? Wir haben hier einige umgenietet und jetzt machen wir weiter. Da oben sind einige Casanova, die uns nichts Gutes wollen. Und ein Hai natürlich. Ihr wisst und erinnert euch vielleicht an die letzte Episode. Hier haben wir das Aquarium so ein bisschen infiltriert, würde ich mal behaupten. Und müssen jetzt Robert Knox finden. Der auch hier irgendwo sein Unwesen treibt. Und der war schon sehr, 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 sehr schwierig zu finden. Jetzt haben wir allerdings Glück und wissen, dass er sich da hinten befindet. Und da müssen wir jetzt hin. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Lasst wie auch immer eine Bewertung da. Falls ihr das Projekt wie ich feiert und das Spiel genauso liebt, das würde mich sehr freuen. So, wir gehen wieder in eine verbotene Zone. Und dahin ist natürlich auch eine Kamera. Wenn die mich sehen, dann habe ich ein großes Problem. Und deswegen werde ich natürlich die Pistole rausholen und einmal die Kamera zerschießen, wenn es geht. Aber da oben ist noch ein Gegner. Also ich habe ein großes Problem, wenn ich hier mit Schüssen schieße. Dann entdecken die mich. Und das muss ich wirklich unterbinden. Einen Moment. Das machen wir. Okay, der Schuss wurde gehört. Aber das spielt keine Rolle. Die wissen, dass sie jetzt kommen wollen. Ich muss es leider so wagen, liebe Freunde. Oh, das sind einige, die runterkommen. Shit. Ich muss aufpassen, liebe Freunde. Ich werde auch bewusst meine Waffe nicht nehmen, sondern eher einen Schraubendreher oder so. Um die natürlich zu überraschen. Eine Waffe so wirklich zu nutzen, ist nicht so sinnvoll. Wir wissen... Oh, der geht runter. Wir wissen, dass vor allem dieser Ort sehr, sehr gut bewacht ist. Etwas schon zu gut bewacht. Und den holen wir uns. Zack. Nicht Ziel zwar getötet, das spielt keine Rolle. Der hatte uns Probleme bereitet, überhaupt da durchzukommen. Ich weiß das mittlerweile, denn ich habe einige Erfahrungen mit Hitman gesammelt. Und ihr natürlich da draußen auch, die natürlich auch so große Hitman-Fans sind, wie ich natürlich. An dieser Stelle. Kronstadt. Das ist hier unbefugt. Ich frage mich ja wirklich, ich bin hier jetzt ein Security, ne? Ich frage mich ja wirklich, wenn ich mich so wie er umziehe. Er hat dieselbe Kleidung wie ich. Wieso ist das für mich unbefugt? Und für ihn nicht. Warum ist das so? Was hat das für Gründe? Das habe ich bis heute nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Das wäre mal wirklich angemessen zu wissen, liebe Freunde. Oh, 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 oh. Er ist genau vor uns. Vielleicht kriegen wir ihn so. Both targets down. Well done, 47. Head for an exit and we'll speak again soon. Raus hier. Die sind sicher nach mir auf der Suche, oder? Ja. Wenigstens haben wir ihn eliminiert. Das war klar. Kein klassischer Kill, wie wir ihn sonst hätten vielleicht machen wollen. Aber immer noch haben wir die Zielperson vernichtet. Das dauert auch nicht mehr lange, bis wir raus sind. Was mich noch interessiert ist natürlich, wohin führt der Weg da hinten hin? Da ist auch noch ein Symbol. Das, ich glaube, wir können das dort gar nicht hinten verlassen. Ich bin mir nicht sicher. Es scheint zumindest so. Eieieiei, das ist schon richtig krass gemacht auf jeden Fall. Also, diese Mission war schon sehr, 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 sehr spektakulär, würde ich behaupten. Und keiner hat verstanden natürlich, dass wir hier reingegangen sind und Menschen umgebracht haben. Dass sie das nicht verstehen, ne? Wie Menschen manchmal umgebracht werden. Keiner kriegt das wirklich mit. Wir haben das ja auch, ehrlich gesagt, im echten Leben auch so zum Teil. Ach, guck mal, da oben kann ich raus. Wollen wir das mal machen? Da oben geht's. Ich glaube, es ist ein Hubschrauberplatz oder so. Alles andere wäre für mich ein bisschen unlogisch, um ehrlich zu sein. Ja, das will ich mal sehr, sehr gerne probieren. Ich will jetzt auf jeden Fall mal in die oberste Etage, wenn es klappt. Ja, das probiere ich jetzt. Ach, guck mal. Die hauen sogar ihre sogenannten Leichen weg. Die bringen ihre Leichen weg. Hi. Alter, mit so einem Hammer müsstest du eigentlich sterben. Ha. Genick brechen, jetzt verkleiden wir natürlich uns wie er. Der war ja der krasseste
Bodyguard überhaupt? Alter, guckt euch den mal an. Das war ein richtiger Bodyguard. Der wollte die Leiche erstmal wegtragen. Aber ohne Erfolg. So, da ist noch das Blut. Wow, hier ist es echt sehr, sehr gut bewacht. Ich hätte mich ja gefragt, wie das ausgesehen hätte, wenn wir es hier sneaky reingemacht hätten. Reingebracht hätten mit unserer sneaky Montur. Okay, ich glaube, wir können noch eine hoch. Das will ich außerdem echt mal probieren. Ist das ein Fahrstuhl? Nee. Hier, oder? Wow. Guckt euch bitte das an. Heiliger Bimbam, wo sind wir denn hier gelandet? Boah, wir hätten noch so viel erkunden können, glaube ich. Ach du meine Güte. So, jetzt muss ich ja irgendwie noch nach oben. Ich weiß aber nicht, wie ich dort nach oben komme. Doch, hier, ich hab's. Mal bitte klettern. Das ist hier ein feindliches Gebiet. Ein gefährliches Gebiet. Oh, hier darf ich gar nicht rein. Weil die schöpfen Verdacht. Just met a couple of ex-cicada buddies. Well, apparently there's this splinter group of nutjobs running around killing off CEOs around the world. My agent told me requests for security personnel with military experience has exploded. Good for us, I guess. I'm pulling a triple raid on this job. If that's the new standard, I hope your nutjobs keep it up. Well, as long as they stay away from here. Otherwise, we're gonna have to retire them real quick. Am I right? Wouldn't even know what hit them. Everything under control. Everything as it should be. Der hat eine richtig krass geile Waffe, liebe Freunde. Ich glaube, die Sage ist clean. Ich kann einmal rüber. Das mache ich jetzt auch. Oioioi. Muss höllisch aufmerksam sein. Ich will es echt probieren, mal sneaky rauszukommen. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber... Alter, es ist ein Gym hier. Wie geil ist das denn? Die trainieren hier fleißig wahrscheinlich. Richtig gut. So, der weiß nicht, dass ich es bin. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kann ich, glaube ich, hier rein, ne? Sehr stark. Okay, sind hier noch Kameras oder so? Nein. Dann holen wir uns ihn. Vielleicht von hinten. Nein. Nichts da. Boah, das war echt knapp, Mann. Der hätte uns locker auffliegen lassen können. Den muss ich natürlich umbringen. Bevor hier irgendwelche weiterpetzen. Den bringe ich auch noch um. Das gibt jetzt natürlich Minus, das ist mir bewusst. Aber ich will keinen Überlebenden da lassen. Und jetzt kann ich... Ach du meine Güte. Das war der falsche Weg? Nee, ich muss da runter. Das war wohl der falsche Weg hier. Aber es spielt keine Rolle. Ich hätte mich da fallen lassen können, ne? Komm. Einfach runter jetzt hier. Zack. Wow. Das sieht richtig übel aus. Das sieht richtig krass aus, Mann. Was haben sich die Entwickler hierbei gedacht, so eine geile Atmosphäre aufzubauen, ja? Das sieht einfach umwerfend aus, liebe Freunde. Guckt euch bitte das an. Das ist schon sehr, 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 sehr gut. Das muss ich einfach mal gestehen. Das muss ich einfach mal gestehen hier. Aber schnell runter, weil wir wollen ja noch weitermachen. Wir wollen ja vor allem mit der Mission weiterspinnen. Und unsere Mission nicht vernachlässigen. Okay, da hinten müssen wir hin.
Was ist denn hier los? Der Aufzug ist irgendwie defekt. Uiuiui. Eine ganze Episode, wie ich natürlich diesen Ort hier verlasse. Aber das wollen wir doch selbst gerne erleben, oder, liebe Freunde? Das müssen wir einfach mal zusammen erleben. Weil ganz ehrlich, ich finde ja wirklich, also das mal vielleicht so gesagt, dadurch... Oh, shit. Das war eine Kamera, die mich gefilmt hat. Das war mies, das habe ich nicht gesehen. Aber spielt keine Rolle. So, und jetzt muss ich wohl hier runter. Moment mal. Doch, das ist richtig. Eieiei. Und er spielt hier einfach Musik. Sehr schön. Das ist wahrscheinlich das genau, was wir suchen. Boah, ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Der Wahnsinn. Was war das bitte für eine Mission bei Hitman 2? Wow. 5,1% die Ziellinie hier. Herausforderung habe ich 8 von 150. Also wirklich sehr, sehr wenig für eine Map natürlich wie die hier. Das war wirklich der Hammer, wirklich. Diese Mission war wirklich sehr, 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 sehr bahnbrechend. Würde ich definitiv behaupten. Und man muss ja auch mal sagen hier, ja, wenn ich auf meine detaillierten Punkte mal eingehe, da seht ihr ja auch nochmal selbst hier nochmal, falls ihr das natürlich auch nochmal wissen wollt, minus 100.000 alleine schon für Nicht-Zielkill, ja. Also, dass es so viel Minus gibt, das ist richtig krass. Also, das sollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen besser überdenken hier, dass ich jetzt auch nicht mehr so die ganzen unschuldigen Zivilisten da umbringe. Das geht natürlich nicht immer, ne. Aber manchmal muss es halt auch sein, damit die mich nicht verpetzen. Das ist das große Problem, weswegen ich halt auch gerne mal diese Zivilisten umbringe. Also, falls ihr euch wundert. Ja, wir machen mal weiter. Miami Stufe 4 erreicht. Delfinbrunn, Startpunkt. Yachthafen, Startpunkt. Dietrich MK2. Fisch. Kronstadt Empfang. ICA Aktenkoffer. In ihm können illegale Dinge verborgen werden. Huiuiuiuiui, das war krass auf jeden Fall. Das war richtig krass auf jeden Fall. Muss ich einfach mal sagen, dass das nicht ohne war. Und ja, und wir haben natürlich jetzt hier drei Missionen quasi noch offen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode von Let's Play Hitman 2. Lass mir meine Bewertung da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.